Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der ökologische Teil des Parteiprogramms wurde von mir ein bisschen mitgestaltet. Ich möchte jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber ich kann euch versichern, wir haben den lokalen Charakter verlassen, weil die Ökologie macht nicht an den Grenzen der Bundesrepublik halt, sondern sie ist global. Und es ist ein ganz wichtiger Bereich, weil ich stelle mir die Frage, wer wohnt an der Hauptverkehrsstraße? Wer wohnt neben der Mülldeponie? Wer wohnt an der Chemiefabrik? Der, der die Millionen verdient oder der, der kein Einkommen hat? Wer muss jetzt in Japan das verseuchte, mit hochgesetzten Grenzwerten, eigentlich verdorbene Gemüse essen? Und wer kann sich Importe leisten? Wer muss Trinkwasser trinken aus verseuchten Quellen und wer kann sich Trinkwasser kommen lassen? Und all dies macht deutlich, dass Ökologie ein ganz wichtiger sozialer Punkt ist. Und da ist auch der Punkt, wo wir uns als Linke massiv unterscheiden von allen anderen. Es gibt verschiedene Ansätze. Ich nenne jetzt mal den New Green Deal von den Grünen. Das ist der Ansatz, jeder kriegt so viel Ökologie, wie er sich leisten kann. Da fällt natürlich ein Teil wieder hinten runter. Und es gibt dann noch einen zweiten Ansatz, den wir hoffentlich nie erreichen. Und deswegen bin ich dem Peter so dankbar, dass er gegen die Faschisten massiv kämpft immer. Weil der faschistische Ansatz wird lauten, wir gönnen uns so viele Menschen, wie sich die Erde leisten kann. Und wir müssen einen Weg finden, der dazwischen ist. In unserem Parteiprogramm machen wir einen Schritt darauf hin. Es geht eben darum, dass wir es schaffen, Konsum besser zu regeln, nicht vorzuschreiben, sondern aber das Bewusstsein zu verändern. Es ist nicht einsehbar, dass ein Land der Welt mit 400 Millionen Einwohnern fast ein Viertel der CO2-Emissionen macht, rücksichtslos auf die Umwelt handelt. Es ist nicht einzusehen, dass einzelne Menschen mit Privatjets, mit Privatschiffen einen Umweltabdruck hinterlassen, mit dem man 1 Million Menschen woanders bald ernähren könnte. Und genau da muss die Linke einsteigen. Und einen ersten Einstieg haben wir diese Woche leider nur mit Rückfalloptionen bekommen. Das ist der Ausstieg aus der Atomkraft. Wir haben dagegen gestimmt im Bundestag. Und das hat zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dieser Ausstieg ist ganz leicht rückholbar. Sämtliche Änderungen in Gesetzen, die sichergestellt hätten, dass man den Ausstieg nicht so ohne weiteres zurückdrehen kann. Das sind einzelne Paragraphen, die Entschädigungszahlungen angehen in Havariefällen, die Atomkraft unerwendlich messlich teuer machen würden. Oder aber auch unsere Forderung des Grundgesetzes, dass der Ausstieg fest definiert wird im Grundgesetz, wurden abgelehnt. Auch, dass wir die Entschädigungsfreiheit des neuen Gesetzes hinkriegen, hat man nicht umgesetzt. Man hat also sichergestellt, dass die Atomkonzerne notfalls klagen können und wenn sie klagen, werden sie vor Gericht vermutlich mit dieser Gesetzeslage gewinnen. Man hat die Milliarden wieder breitgestellt und wird wieder auf die Bevölkerung aufgeteilt. Ihr werdet sehen, es wird wohl, ich befürchte, es wird passieren. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle an unserem Konzept festhalten. Das war der erste Grund, diese Entschädigung, nicht Rückholbarkeit der Konzerne. Der zweite Grund ist natürlich, es ist eigentlich dramatisch, was in Fukushima passiert ist. Ein Reaktor von den vier sollte Ende März abgeschaltet werden. Es waren 3 Wochen später, wäre dieser Reaktor nicht mehr in Betrieb gewesen. Dann wären die Schäden deutlich kleiner. Das heißt, jeder Tag länger kann bedeuten, dass es in die Luft fliegt, das Kraftwerk. Und da möchte ich noch mal ganz kurz auf einen Punkt hinweisen. Ich nenne mal den Einspruch, der aus einem Film stammt. Ich fühle mich sauwohl in einem Raumschiff aus 1 Million Teilen, wo jedes vom billigsten Anbieter geliefert worden ist. In Atomkraftwerken läuft es nicht anders. Und damit Konzerne nicht so handeln, und da komme ich auch darauf, dass nicht die Eigentumsform unbedingt das Entscheidende ist, die Deutsche Bahn ist staatlich, die hat nicht gehandelt, die billigsten Teile gekauft, die technischen Pannen sehen wir jetzt, brauchen wir mehr Demokratie, und zwar in der Wirtschaft, massive Wirtschaftsdemokratie. Und Demokratie bedeutet demokratische Kontrolle, bedeutet Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern. Und da müssen wir massiv vorwärts kommen. Und das ist nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft. Wir brauchen auf Bundesebene endlich direkte Demokratie. Und wir brauchen natürlich, wenn wir Demokratie fordern und überall verlangen, auch eine Demokratie in den eigenen Reihen. Und Demokratie in den eigenen Reihen heißt eben nicht nur, dass wir demokratisch unsere Gremien wählen und demokratisch Beschlüsse abstimmen, sondern dass wir auch demokratisch und menschlich miteinander umgehen. Und in diesem Punkt geht es um unsere Glaubwürdigkeit. Und da muss ich sagen, selbstkritisch, da hat die Bundestagsfraktion in den letzten Monaten nicht ein besonders gutes Bild abgegeben. Es liegt an uns Abgeordneten und es liegt daran, dass wir eben auch Menschen sind. Menschen wie jeder andere. Mit Fehlern, mit Verletzbarkeiten, mit Eitelkeiten.
und dass wir eben massiv im Druck stehen, von vielen Seiten angegriffen werden und manchmal kriegt man dann wahrscheinlich im falschen Hals eine Kritik aus den eigenen Reihen, am Anfang sicher gut gemeint, das schaukelt sich dann hoch, ändert in Eklat und da brauchen wir eure Hilfe. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch eins bitten. Wenn ihr wieder in der Zeitung von irgendeinem von uns Abgeordneten lest, dass er über irgendeinen anderen Abgeordneten schimpft, soll vorkommen, dann schreibt beiden Abgeordneten nicht irgendeine Stellungnahme zu dem Streit, das bringt es nicht. Schreibt ihnen von eurem persönlichen Problem und wofür sie gewählt habt in den Bundestag, damit sie daran erinnert werden, was sie machen müssen. Das ist bei einigen vergessen. Also konfrontiert sie wieder mit den wirklichen Problemen, die euch bewegen und wofür ihr sie oder mich in den Bundestag geschickt habt. Und immer dann, wenn einer sich wieder äußert zu anderen als den Themen, die euch interessieren, sondern zu innerparteilichen Streitereien, dann macht es wieder. Damit sie immer wieder daran erinnert werden, ich denke, das ist ein Weg, das schaffen. Wir werden auch in der Fraktion versuchen, es hinzukriegen. Wir sind 45 Leute, die immer die Hände teilweise über den Kopf schlagen, wenn man wieder etwas liest in der Zeitung, was in der Fraktion vielleicht genauso war, aber was besser drin geblieben wäre. Beziehungsweise die sich ärgern darüber, dass wir nicht einfach den Mehrheitsbeschluss, der auch gut diskutiert war, umsetzen. Jetzt möchte ich zu meiner eigenen Arbeit kommen. Ich versuche mich zu konzentrieren auf meine Tätigkeiten. Die sind im Umweltausschuss und natürlich habe ich im Umweltausschuss mein Ursprungsthema nicht vergessen, die Kindergärten. Der Umweltausschuss war es, der es geschafft hat, dass man Kinder in Deutschland wieder lernen durften, ohne bestraft zu werden. Das hat nicht der Familienausschuss geschafft, das war der Umweltausschuss. Und das ist eine der Chancen, die man eben auch hat als Abgeordneter der Opposition. Die Anhörung, dass es da überhaupt dazu kommen konnte, die haben wir durchgesetzt als Linke. Und danach haben die anderen eingesehen, dieser Irrweg muss beseitigt werden. Wir waren natürlich nur halb erfolgreich. Wir hätten gern erreicht, dass auf den Bolzplätzen nicht nur die Kinder bis 14 Jahre spielen dürfen am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr, sondern auch die Kinder, die über 14 sind. Das haben wir im ersten Anlauf nicht geschafft, aber dann bleibe ich dran. Mal sehen, ob wir es hinkriegen bis zum Ende dieser Legislatur oder zu einer anderen. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man mal was erreichen kann, mit Überzeugung, mit Geduld. Und wie gesagt, hinzukriegen, was hat dann geklappt. Für Gera läuft zurzeit eine kleine Anfrage von uns im Bundestag, wie die Wismut damit vorgehen will, wie die Planungen sind. Wenn ich die Ergebnisse habe, werde ich euch informieren, werden wir hier die Öffentlichkeit informieren. Und dann müssen wir gemeinsam sehen, wie wir den Druck auf die Wismut und in dem Fall aufs Finanzministerium in Berlin, dem die Wismut nämlich untersteht, erhöhen, damit endlich eine vernünftige Lösung rauskommt. Für Geras Zukunft sind zwei Aspekte wichtig, die ich versuche zu beeinflussen. Das eine ist, dass ich immer, wenn in Jena geschrien wird, wir haben Wohnungsnot für Studenten, sage, aber wir haben in Gera Wohnung. Und dass ich dafür werbe, dass eben Studenten den Weg auf sich nehmen. Das sind 30 Minuten mit dem Zug. Ich fahre fast 30 Minuten mit der S-Bahn in Berlin. Es ist Standard, eine Stunde dort S-Bahn zu fahren. Also der Weg wäre aus meiner Sicht nicht in Jena für Millionen neue Blocks zu bauen und in Gera für Millionen abzureisen, sondern einfach den Nahverkehr zwischen Gera und Jena zu verbessern. Und da bin ich mit eurer Unterstützung sicher und an der Stelle müssen wir weiterbohren, permanent. Und dann möchte ich zum Schluss meines kurzen Beitrages noch euch allen danken. Danken dafür, dass ihr die Zeitung der Bundestagsfraktion so hervorragend austeilt, dass ihr meinen Wahlkreis so hervorragend austeilt, denn ihr wisst selbst, wie schwierig es für uns ist, in die Medien zu kommen und wie die Medien auch falsch über uns berichten. Über die Falschheit des Berichtens müssten wir Abgeordnete uns auch mehr klar sein. Wir sind da sehr allergisch, wenn wir über einen anderen was hören in der Zeitung, aber oftmals sind es Fehlinformationen. Ich möchte euch als aktuelles Beispiel, wie wichtig eure Arbeit ist, den Kommentar des Frühstücksfernsehens vom Freitag nennen, nach der Abstimmung. Da wurde gesagt, der Bundestag hat mit überragender Mehrheit den Atomausstieg 2022 beschlossen, nur die Linke war dagegen. Ende der Nachricht. Jeder denkt natürlich, die Linke wäre für die Atomkraft, der das hört. Den Nachsatz, dass wir abgelehnt haben, weil 2014 möglich wäre, den bringen sie nicht. Und gerade deshalb nochmal mein herzlicher Dank, dass ihr unsere Informationen direkt verteilt, weil das ist unsere einzige Chance, gegen diese Medienherrschaft anzukämpfen. Ich danke euch.